Frankie Valli, who wrote the book? Die Geschichte schreibt in ihrem Buch nicht nur angenehme Kapitel, es gibt auch traurige. Wir erinnern uns an den August 1961. Es war der 13. August, als die Berliner Mauer Deutschland endgültig in zwei Teile teilte. Und es gab ein Foto, an das wir uns alle erinnern, einen jungen Soldaten, der vom östlichen Teil in den Westen sprang. Er war damals 19 Jahre und heißt Konrad Schumann. Guten Abend, herzlich willkommen, Herr Schumann. Und der Fotograf, der damals auf den Auslöser drückte, war auch ein junger Kerl, 20 Jahre alt, Peter Leibing. Guten Abend. So, Peter, er hat den Fotoapparat dabei. Ist das der von damals? Das ist der Apparat, ja. Das ist ein Foto, das Weltgeschichte gemacht hat. Es ist ja interessant, dass Fotos oft mehr aussagen über Geschichte als lange Artikel. Erste Frage, Herr Schumann, haben Sie diesen Sprung von damals irgendwann mal bereut? Nein, eigentlich nicht. War das ein Sprung, der lange vorbereitet war? Oder standen Sie da und haben überlegt und haben sich entschlossen, ich mach's? Wie lief das damals? Haben Sie noch Erinnerungen daran? Der Sprung war damals spontan. Und ich habe da in den zwei Tagen, wo ich Dienst gemacht habe, habe ich mich zu dem Entschluss durchgerungen. Es war ja am, der Mauerbau war zwei Tage vor dem Sprung. Am 13. August. Und Sie haben gesagt, ich will es riskieren. Ein Mensch mit 19 Jahren hat ja Bindungen. Er überlegt, haben Sie vorher mit jemandem gesprochen? Nein, mit niemandem. Das war damals ganz schlecht. Man durfte mit niemandem Kontakt haben in der Beziehung, was sowas vorhatte. Haben Ihre Eltern es gewusst? Nein. Haben Sie es ihnen verziehen? Haben Sie es verstanden? Ja, wissen die Sie? Haben es verziehen und verstanden. Als Sie nachher plötzlich gemerkt haben, dass Sie durch dieses Foto, ohne dass Ihr Name nun dahinter stand, zur Weltberühmtheit geworden sind, haben Sie dieses Foto verfolgt. Wussten Sie, das bin ich, die ganze Welt hat dieses Foto gesehen und viel von der deutschen Tragödie damit begriffen? Ja, das habe ich gewusst, dass ich das bin. Hat es Sie irgendwie berührt, eine Figur der Zeitgeschichte geworden zu sein? Von mir wird in 20 Jahren, na gut, sagen wir in 30, keiner mehr sprechen. Sie werden einfach mit diesem Foto als Symbol der Zeitgeschichte überdauern, in Lexikas, in Schulbüchern. Bedeutet Ihnen das was? Ja, eigentlich schon. Also, ich habe damals Zeitgeschichte gemacht. Ohne es zu wissen? Ohne es zu wissen. Herr Leibing, Sie haben mit diesem Foto, wie ich schon gesagt habe, ebenfalls Zeitgeschichte gemacht. Sie sind immer noch Bildjournalist. Glauben Sie, dass der Fotograf Möglichkeiten hat, Zusammenhänge vielleicht klarer zu schildern, auch den einfachen Leuten in Anführungszeichen, um ihnen zu zeigen, mit einem Bild so ist es, was ein langer Artikel gar nicht sagen kann? Das glaube ich ja, weil ein Bild mehr als Text. Nun gibt es im Leben von Fotografen Sternstunden. Zweifelsohne war dieser Moment eine Sternstunde, was den Beruf, was den Erfolg betrifft. Können Sie sich erinnern an diesen Tag? Das kann ich. Ich habe anderthalb Stunden an der Bernauer Straße gestanden, wurde von Passanten aufmerksam gemacht, dass Schumann sehr aufgeregt war, nicht? Und dass er vermutlich bald springen würde. Nicht? Und habe anderthalb Stunden gewartet, hatte schon das Objektiv scharf eingestellt auf Stacheldraht. Sie waren also auf ihn fixiert? War ich, ja. Und dann ging es auf einmal los und da ich früher viel Sport fotografiert habe, habe ich ihn praktisch mit einem Pferd verglichen, welches über eine Hürde springt. Sie haben das Ganze in verschiedenen Etappen auch fotografiert? Nein, nein, es gibt nur ein Negativ. Nur eins, nur dieses? Nur dieses hier. Und das ist das Foto, das Sie damals zeigt. Sie haben Familie wahrscheinlich jetzt? Ja, ich habe eine Frau und einen Sohn. Ihr Sohn, wenn er so eine Entscheidung fällen würde heute, hoffen wir, dass ihm das erspart bleibt, würden Sie ihn verstehen? Ja, ich würde ihn sogar verstehen, ohne weiteres. Was machen Sie jetzt in Ihrem Privatleben? Privatleben, ich bin also beruflich? Beruflich bin ich in der Audi in Ingolstadt als Maschinenbediener an einer NC-Maschine. Also im Audi-Werk? Ja, im Audi-Werk, ja. Haben Sie jemals überlegt, aus diesem Ruhm irgendetwas zu machen? Ich meine, heute gibt es ja tausende von Serien. Gab es Interessen, gab es Fragen? Sind Sie zur Berühmtheit geworden? Hat die Presse sich für Sie interessiert? Unabhängig von uns jetzt? Ja, die hat sich sehr interessiert, Presse und Fernsehen auch schon. Aber jetzt sind Sie froh, dass es vergessen ist? Ja, das ist jetzt heute schon, aber ins Alter weiß ich noch nicht, was denn zum Jahrestag heuer noch kommt. Jahrestag? Ach so, Sie sind, haben eine ganz besondere Verbindung dazu, vielleicht führt man sie wieder vor, aber ich glaube, in diesem Fall ist es einfach, weil es ein Stück deutsche Geschichte ist, immer wieder ganz interessant. Ich bedanke mich bei den beiden Herren, dass Sie da waren. Herr Leibing, Herr Schumann, herzlichen Dank, alles Gute. Applaus